Seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Rising World im schönen Googletal. Über 160 Folgen lang war das Googletal jetzt unser Zuhause, haben wir hier in der Bergwelt gelebt. Aber es zieht mich in die Ferne so ein bisschen. Ich habe lange überlegt, ob ich das mache, aber irgendwie habe ich Lust, etwas anderes zu erleben, etwas Neues zu erleben. Wir werden erstmal ein bisschen Krams hier lassen. Wir waren ja vor ein paar Folgen... Waren wir ja schon mal in der Wüste. Und diese Wüste hat mich so sehr fasziniert. Das ist ein Palmsetzling. Ja, Setzlinge. Haben wir irgendwo eine spezielle Kiste für Setzlinge eigentlich gehabt? Ich glaube, hier beim Holz, ne? Ja, es zieht mich ein bisschen in die Ferne. Wir wollen in die Wüste reisen und versuchen dort etwas zu bauen. Denn schon seit Ewigkeiten habe ich so einen Plan. Und ihr wisst ja, ein Plan ist ein Plan, ist auch ein Plan. Wir nehmen mal hier die 11. Die nehmen wir mit hier, genau. Wir nehmen ein bisschen Eichenholz mit. Kohl würde ich jetzt nicht mitnehmen. Hier sind Steine, da ist Wolle. Wolle können wir natürlich ein bisschen mitnehmen. Das ist gar nicht so schlecht. Das Ding auch. Eine Waffe, würde ich sagen, nehmen wir mit. Wir sollten ein Bett mitnehmen. Das heißt, wir sollten uns ein Zelt machen. Genau, wir gehen erstmal hoch an den Webtisch und machen uns erstmal ein Zelt. Denn es wird ein Abenteuer werden. Und wir werden einen Weg bauen Richtung Wüste und dann dort dann etwas bauen. Ich habe da auch schon eine konkrete Vorstellung, wie das Ganze aussehen soll. So, Stoff, Rohstoffe, Camping. Was nehmen wir denn von Zelt? Ein rotes? So eins. Ich würde sagen, ich will das ja nicht getarnt, ich will das ja auch sehen. Ein rotes, das wir es auch wiederfinden. Dafür brauchen wir 16 Stoff. Okay. Rohstoffe herstellen. Viermal Wolle für einen Stoff oder was? Okay, wir wollen aber 16 haben. Wie viel Stoff haben wir denn jetzt? 13? Okay. Ist doch ganz schön teuer. Aber wir haben doch hier noch Wolle. Passt mal auf, wir nehmen mal die 64 raus. Nochmal in den Webstuhl. Und wir stellen nochmal 13 haben wir jetzt, ne? Stellen wir hier nochmal 6 her. So, und jetzt sollten wir doch eigentlich ein Zelt bauen können. Camping. Zelt. Wir haben genug Stoff. Für unser rotes Zelt. Das nehmen wir mit. Das hat die ID 1. Das Zelt ist ja cool. Das wusste ich ja gar nicht. Okay, ein Zelt haben wir. Da ist es noch zusammengepackt. Die restliche Wolle nehmen wir auch mit. Was müssen wir noch mitnehmen? Eisen und sowas. Ich will nicht zu viel mitschleppen auf meiner Reise. Rohstoffe kommen ja hier rein, ne? Genau, dann packen wir hier doch schon mal die Rohstoffe rein. Das war... Silbererz haben wir auch in der Wüste gefunden. Wolfram packen wir da rein. Den Sandstein nicht. Ist kein Erz. Und das ist normaler Stein. Den nehmen wir mit. Ah, das ist noch Erz hier, ne? Kupfererz. Kupfererz, okay. Wir werden wahrscheinlich immer wieder ein bisschen hin und her reisen müssen zwischen unseren einzelnen Gegenden hier. Wir müssen uns natürlich was zu essen mitnehmen. Wir haben ja hier Melonen. Und wir sollten uns dann auch Setzlinge mitnehmen, damit wir uns dann dort in der Wüste unser eigenes Essen sozusagen anpflanzen können und unsere Nahrungsmittelgrundversorgung garantieren können. Okay, jetzt gehen wir hier hin. Hier ist ja unser Steinlager. Hier kommt der Rohstein rein. Und da werden wir uns nämlich nochmal ganz viel Rohstein mitnehmen. Denn den werden wir brauchen. Ich dachte ja, der Sandstein, daraus könnte man dann schon das Erde, ne? Erde lassen wir hier. Oder? Nehmen wir die. Wir nehmen sie mit. Das ist trockene Erde. Ist ja auch cool. Es gibt also einen Unterschied. Erde und trockene Erde. Den Sandstein lassen wir erstmal hier. Ist jetzt echt schwer rauszusondieren, was man mitnimmt, was man hier lässt. Sand. Wir haben auch Sand. Den nehmen wir auch mit. Wir sollten auf jeden Fall noch Holz mitnehmen, hatte ich ja gesagt, ne? Haben wir da noch Rohholz hier irgendwo in der Kiste? Das sind jetzt ein bisschen Reisevorbereitung. Alles, was natürlich dann hier zurückbleibt, das bleibt erstmal zurück. Die Hacke nehmen wir uns mit. Wir nehmen die Axt mit, weil, ne, wegen... Ja, ein bisschen Stoff würde ich auch mitnehmen.
Die Werkbank nehmen wir uns mit. Die werden wir auf jeden Fall brauchen. Und hier haben wir auch nochmal 8 Holz. Das nehmen wir auch mit. Ja, ein Holz können wir hier lassen. 8 Holz. Puh, ist nicht viel, ne? Müssen wir unterwegs vielleicht noch ein paar Bäume fällen. Jetzt haben wir das alles dabei. Okay, damit könnten wir eigentlich erstmal losreisen. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Holz mitgenommen, aber ich glaube, ich würde dann doch eher... Was haben wir denn hier noch an Setzlingen und Kram? Hier noch ein paar Melonen mitnehmen. Dass wir so 4 Melonen haben. Dass wir erstmal über die Zeit kommen. Und den Salat lassen wir mal hier. Das ist Setzling-Salat. Karottensetzling. Tomatensetzling. Wie konnte ich das nochmal aufteilen? Nehmen wir die alle mit? So viel wollte ich eigentlich gar nicht. Wenn ich das jetzt hier reinziehe. Ah ne, die müssen wir schon alle mitnehmen. Gut, nehmen wir unsere ganzen Tomatensetzlinge mit. Zitronenbaumsetzlinge haben wir nicht, ne? Ne, haben wir nicht. Okay. Alles klar. So können wir Tomaten anpflanzen. Die Erdbeeren lassen wir hier. Da werden wir uns später noch was machen vielleicht. Zitronenbaumsetzlinge wären ganz nett gewesen. Hier haben wir auch noch Erdbeeren. Kleiner Huster schneidet natürlich hinterher raus. Was brauchen wir noch? Ja, wir brauchen ein bisschen Holz. Wir sollten also ein bisschen Holz mitnehmen auf jeden Fall. Wir werden hier also ein paar Bäume fällen. Ja, was will ich in der Wüste? Was reizt mich an der Wüste, fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich. Wo ich doch hier so viel gebaut habe und unser Hofladen und unser kleiner Bauernhof eigentlich noch gar nicht so richtig fertig ist. An der Wüste reizt mich ganz besonders, dass es was Neues ist. Ein ganz neues Biom. Eine ganz neue Welt sozusagen. Denn natürlich die Tiger, die dort existieren und eine gewisse Gefahr darstellen. Das heißt, wir müssen nicht nur für unser Überleben sichern, indem wir genug Nahrung da haben, was keine große Herausforderung ist jetzt mehr bei Rising World, sondern wir müssen auch noch, das ist sehr gut, sondern wir müssen auch noch dafür sorgen, dass wir, Moment, da sind sie. Pack jetzt mal hier hin, zack. Wir müssen auch noch dafür sorgen, dass wir, ja, einen sicheren Schutz vor den Tigern haben. Und das ist irgendwie cool. Und ich bin noch mal gespannt, wie die Sonnenuntergänge da so sind und so. Und ja, einfach einen ganz anderen Baustil dann noch mal jetzt ausprobieren. Das reizt mich alles sehr. Und deshalb führt mein Weg in die Wüste tatsächlich. Wir werden gleich noch mal in der Kiste gucken, ob wir da noch irgendwas Leckeres mitnehmen können. Noch ein bisschen Holz können wir auf jeden Fall gebrauchen. Um uns dann auch ein Feuer zu machen und ähnliches. So, dann pflanzen wir den Baum natürlich hier gleich wieder an. Wir verlassen also erstmal das Gugeltal. Gehen durch die Savanne in die Wüste. Einen Hacker haben wir mit, damit werden wir uns einen Weg machen. Aber wir werden noch einmal hier schlafen, dann werden wir am nächsten Morgen gleich aufbrechen. So ist der Plan. Und ihr wisst ja, ein Plan ist ein Plan, ist auch ein Plan. Der Bugatolubo. Oder Bürgertolubo, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Eine Fackel in der Wüste? Nee. Metallsuchgerät? Könnten wir wahrscheinlich gebrauchen. Wahrscheinlich. Hier einen Vorschlag haben wir, nehmen wir uns auch mit. Haben wir hier noch irgendwo eine Kiste? Hier haben wir noch ein bisschen Holzkram? Nee. Mehr haben wir jetzt erstmal gar nicht zur Verfügung. Hier in der Kiste haben wir meistens immer noch 1000 Sachen drin. Gucken wir mal. Ein Schrank. Ich gehe in die Wüste und nehme mir mit einen Schrank. Ganz, ganz wichtig. Hier haben wir noch Holz. Sehr gut. Das nehmen wir auch noch mit. Dann hier noch ein paar Bretter und sowas. Wäre wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt. Fackelhalter und Fackeln. Fackelhalter und ein paar Fackeln nehmen wir mit. Was haben wir hier noch? Noch ein Palmensetzling, okay. Alles ganz schön durcheinander. Hier haben wir noch 7 Eisenerz. Nehmen wir auch nochmal mit. Aber wir hatten, glaube ich, keine Steine hier mehr, ne? Doch hier, Stein. Den nehmen wir auch mit. Denn Stein werden wir brauchen in der Wüste. Natürlich, klar. Und Bretter. Bretter brauchen wir auch immer. Also ist ja Holz, ne? Holz nehmen wir natürlich mit. Weil Holz ist da natürlich Mangelware. Und die Herausforderung besteht auch für mich so ein bisschen da drin, möglichst wenig oft hin und her zu reisen. Das möchte ich nicht so zu oft machen. Hier ist auch noch Sand. Und die Sonne geht gerade unter. Ich hoffe, wir haben alles dabei, was wir brauchen. Ich denke aber schon.
Wir haben Tomatensetzlinge, um da was anzupflanzen. Ja, machen wir uns mal auf die Reise, würde ich sagen, am nächsten Morgen. Es ist zwar noch nicht so richtig spät, aber wir legen uns schon mal hin und werden früh dann am nächsten Tage losziehen. So ist der Plan, ne? Zumindest. Ah ja, ich kann gar nicht schlafen. Ah, ein neuer Morgen in der Rising World und wir begeben uns auf den Weg in die Wüste. Wir nehmen unsere Streitaxt natürlich in die Hand, damit, wenn wir auf Gefahren treffen, wir uns auch verteidigen können. Wir sind nicht mehr hungrig, sondern satt und machen uns auf. Leb wohl, schönes Kugeltal. Ich werde aber bestimmt bald wiederkommen. Ich werde dich nicht im Stich lassen. Geht die Sonne jetzt auf oder unter? Ich hoffe doch auf. Hier habe ich schon mal ein bisschen mit dem Weg angefangen. Ihr seht ja, hier ist überall noch... Aber wir müssen ja da entlang, da hinten entlang irgendwo. Das heißt, wir werden hier einfach weitergehen. Ist das Tomatensetzling? Nehmen wir natürlich mit. Ja, wir bauen einen Weg. Wege sind wichtig, um von A nach B zu kommen oder sich auch zu orientieren. Na? Wenn jetzt ein Fremder hier langkommt, kannst du sagen, du musst einfach nur dem Weg folgen, dann der wird dich Richtung Wüste führen. Da hinten sehen wir schon die Palmen der Savanne. Ich bin sehr gespannt auf das, was uns erwartet. Natürlich jetzt erstmal hier so ein bisschen Arbeit mit Graben. Ich hoffe auch, dass hier kein Tiger ist. Dann müssen wir gleich unsere Axt zücken. Die ist auf der 2. Und auf der 4 ist der Busch. Und auf der 3 ist unsere Hacke. Alles klar. Ja, ein sicherer Weg ist immer eine wichtige Sache. Wege, denke ich mal, sind ja über die Jahrhunderte so entstanden. Wird auch mal so ein bisschen Gedanken rumgemacht, wo es da nicht viel zu erzählen gibt. Ne? Ich denke mal, die ersten Wege sind entstanden, vielleicht zwischen irgendwelchen Siedlungen von Menschen, wo oft hin und her gereist wurde. Da gab es dann so eine Art Trampelfahrt. Und irgendwann wurde aus diesem Trampelfahrt dann mal ein Weg gebaut. Wir müssen da hinten rüber, ne? Da so. Hier sind wir schon fast in der Savanne. Wir müssen jetzt auch schon mal die Augen aufhalten wegen der Tiger. Hier haben wir natürlich eine wunderbare Orientierung. Wir gehen einfach hier geradeaus, oder? Da so lang? Ja gut, habt ihr recht. Machen erstmal einen schmalen Weg, den können wir dann immer nochmal weitern. Und auch hier in der Savanne... Oh. Hier in der Savanne sieht das aber anders aus, wenn du hier einen Weg machst. Da gräbt man sich ja so tief rein. Das ist ja witzig. Okay, das ist unser Savannenweg. Der ist natürlich sehr gefährlich, ne? Das ist ja lustig, oder? Dass man sich da dann gleich so tief reingräbt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich gehe mal hier oben drauf. So ist besser. Dann müssen wir das Loch da nochmal stopfen. Der Savannenboden ist sehr empfindlich, habe ich so den Eindruck. Vielleicht sollten wir hier dann doch lieber die Sense nehmen für den Weg. Oder hier unsere kleine. Ist das besser? Nein, die Sense wäre wahrscheinlich noch besser gewesen. Machen wir es so. Ist auch ein Weg. Viele Wege führen nach Rom natürlich auch. Da hinten kommen wir dann irgendwie durch die Savanne durch. Ja, also zu den Wegen nochmal. Ich denke mal, dass die ersten Wege entstanden sind, so zwischen Siedlungen von Menschen, wo es vielleicht einen Austausch gab an Gütern oder ähnlichen. Und da hat man einen Wege angelegt, damit die Bauern da wahrscheinlich oder die Händler mit ihren Karren eventuell besser von A nach B kommen, also zwischen den Orten pendeln konnten. Und ja, dadurch sind Wege... Ey, wenn sich hier in dem tiefen Gras irgendwo ein Tiger versteckt, ne, dann sind wir natürlich richtig im Eimer. so sind die ersten Wege, denke ich mal, entstanden. Wir werden nach Richtung Osten gehen. Kompass anzeigen. Da geht's eigentlich mehr nach Norden, ne? Ich glaube, wir müssen mehr hier so rüber. Da Richtung Giraffe. Ich möchte allerdings nicht dadurch dieses andere Biom. Ich möchte jetzt hier schon in dem... Also sammeln wir jetzt eigentlich Savannengras hier? Das ist... Ne, das sind ganz normale Grashalme. Also Gras ist Gras. Und da ist ein Busch. Nehmen wir mal die Axt. Ah, die Axt haben wir beiseite gelegt. Sehr schlau. So, weg damit. Und wieder zurück zu unserer Sense. Alles Sense. Ja, und so sind dann die ersten Wege entstanden. Irgendwann gab es dann halt noch größere Siedlungen und vielleicht die ersten Städte, menschliche, kleine Städte, wo dann die Wege auch befestigt wurden, damit die Kutschen
der Leute da besser langfahren konnten. Dann gab es ja auch die ersten großen Reiche, wo dann auf zwischen den großen Städten dann richtig befestigte Wege angelegt wurden. Die Römer waren ja da ganz groß im Wegebau. Da hatte das Ganze natürlich auch einen militärischen Aspekt, dass man seine Truppen dann zwischen den einzelnen Gebieten gut verschieben konnte, ne? Dafür wurden dann Wege angelegt. Und wir legen unseren Weg an, damit wir uns hier nicht verirren, ganz einfach. Okay, da brauchen wir wieder die Hacke. Zack. Hinfort mit dir. Wenn jetzt hier irgendwas drin wächst. Oh, nein. Hier irgendwas drin wächst, dann werden wir das auch finden. Und deshalb lege ich jetzt. Erstmal. Ach so, okay. Hat gerade ein bisschen geleckt. Also nicht ich, sondern der Weg hat geleckt. Okay, 3. Wir machen es jetzt mit Tasten. Ich habe jetzt endgültig die Faxen dicke. Wir werden hier mit Tasten weiterarbeiten. Ja, und dann wurden große Straßen direkt angelegt. Und das Witzige ist eigentlich, dass auf diesen alten Römerstraßen, die existieren heute auch noch. Mhm. Und werden auch zum Beispiel die A7 ist im Grunde eine alte, ja, Römerstraße. Da ist früher eine alte römische Straße lang gelaufen. Und da hat man dann gleich. Das ist ja ätzend. Da hat man dann gleich die neuen Wege drauf gebaut, ne? Also die Straßen dann später oder die Autobahnen. Die verlaufen heute noch im Grunde da entlang. Wir gehen ja ein bisschen um den Berg rum, ne? Habe ich so den Eindruck. Dabei müssen wir doch eigentlich viel mehr nach da. Ich werde hier einfach mal hier oben hochgehen, um mal zu gucken. Hallo Giraffe. Wo die Wüste ist. Da ist auf jeden Fall Eisen. Da geht unser Weg lang. Und wir müssen, glaube ich, nach da hinten, ne? Das ist manchmal schlecht zu sehen. Da ist die Wüste, oder? Da hinten? Da ist Grasland. Ich glaube, wenn wir hier weitergehen, ist die Wüste irgendwo. Ich laufe mal. Oh, ich bin ein bisschen hungrig. Aber wir haben ja Proviant dabei. Also von Wegzehrung. Wegzehron. Ha. Mhm. Oder hätten wir von vornherein weiter Richtung Osten gemusst? Direkt. Ich werde mich nicht verirren. So ist der Plan zumindest. Nee, da hinten ist überall Grasland. Hier ist Savanne. Und dahinter war doch die Wüste, oder? Wir finden das schon wieder. Unseren Weg finden wir auf jeden Fall wieder. Wir müssen nur erstmal sehen, wo hier überhaupt die Wüste ist. Nicht, dass wir einen total irrsinnigen Weg bauen, der hinterher überhaupt keinen Sinn ergibt. Gehen jetzt einfach mal hier lang. Savanne, Savanne. Da hinten sind aber schon wieder Schafe. Ja, hier schon wieder normale Welt. Und die war doch gar nicht so weit weg, die Wüste, oder? Also wir gehen jetzt mal ein bisschen schneller gerade. Dahinter, da ist die Wüste. Da geht's zur Wüste. Ah, hier ist unser, genau, hier ist unser Lager. Hier ist unser Lager. Wir müssen also im Grunde hier lang. Und da ist die Wüste. Wir müssen also einmal um den Berg rum, um zur Wüste zu kommen. Na gut, machen wir das halt. Ist ja nicht so das Problem. Lalala, sagte der Mann, dachte der Mann. Hallo, und ich habe noch keine Tiger gesehen, das beruhigt mich gerade sehr. Jetzt müssen wir nur unseren angefangenen Weg wiederfinden. Das könnte etwas schwerer werden. Keine Tiger in Sicht. Da ist ein Fuchs. Okay, wir gehen hier mal rüber. Das ist eine Höhle, ne? Na, Fuchs, hast du eine Höhle gefunden? Ah, ne, hier, das ist Kohle, ah. Oh, ha, ha, ha. Okay. Wo geht unser Weg lang? Wo sind die Berge? Darauf wollten wir zuhalten, ne? Wir müssen aber da entlang. Da war die Garaffe. Und da sind die hohen Berge. Das heißt, hier müsste irgendwo unser Weg zu finden sein. Suchen wir ihn doch mal. Einfach. Hm. Okay, wartet mal. Kompass. Da ist unser Zuhause. Okay, ich glaube, da vorne waren die Hügel, ne? Sieht alles so gleich aus hier.
in der Savanne. Wo ist der Weg? Dieser Weg wird kein leichter sein. Wo ist der Weg? Hier hatte ich gesagt, da kommt dann schon wieder Grasland. Hier. Hier geht der Weg entlang. Ja, wir waren noch genau richtig. Einmal um die Berge rum. Das heißt, wir gehen jetzt hier so weiter, ne? Okay, machen wir das noch einfach. Ich werde ihn jetzt immer nur einbreit schlagen. Das reicht zur Orientierung. Das reicht auf jeden Fall zur Orientierung. Gut, also, so sind Wege entstanden. Und natürlich auch durch die großen Handelsstraßen und so sind die Wege zwischen den einzelnen Ländern entstanden. Aber Wege waren immer wichtig für die Menschen, um sich zu orientieren. Und genauso ist es auch hier bei uns. Hier kann man jetzt nämlich einfach sagen, wir können zwischen den beiden Orten hin und her pendeln, in denen wir hier unserer Straße folgen. Und wer weiß, es war, glaube ich, mal geplant bei Rising World, dass es da noch so eine Art Möglichkeit geben wird, richtige Straßen anzulegen. Und dann können wir richtige Straßen bauen, hier zwischen dem Gugeltal und der Wüstenei, also der Wüste, und da hin und her reisen. In Wüstengebieten ist das mit dem Wegen natürlich etwas anders. Da gibt das ja wenig Sinn, einen Weg anzulegen. Ich gehe mal davon aus, wir sind hier immer noch richtig. Da gibt das ja gar nicht so viel Sinn, einen großherrlichen Weg anzulegen. Denn, es ist ja alles so einfach gerade Ebene. Und dort dann Wege anlegen ist deutlich schwerer. Man kann da nicht einfach nur ein bisschen den Boden befestigen oder ähnliches. Und die Entfernungen zwischen den einzelnen menschlichen Ansiedlungen sind ja auch gigantisch groß. Gehen wir jetzt mal von hier unserer Heimat aus. Hier ist es ja eher so, dass alles nah beieinander liegt. Hier kann man ja fast keinen Kilometer fahren, ohne auf einen Ort zu stoßen. Also die Orte, sage ich mal, sind immer so ungefähr 5, 6, 7 Kilometer auseinander. Elefanto. Wenn überhaupt. Und ich sehe gerade, die Folge ist um. In der nächsten Folge geht es weiter auf dem Weg in die Wüste. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Opa Zeron, unser Überlebenskampf geht weiter.